Freigeister werden nicht geboren, auch nicht vom Schicksal auserkoren. Sie werden einfach von der Menge der Geistfreien in die Enge gejagt und über einen Kamm geschoren. Regenbogenfarbene Wolle wird ihnen zugedacht, sie sollen sich gefälligst mal entscheiden, wie sie sich bekleiden, um dem Zeitgeist den Respekt zu zollen. Die ärgsten Feinde der Freiheit sind zufriedene Sklaven. Wer ihre Herren belästigt, wird von ihnen geschlagen, des Irrsinns gescholten, vom Leben ausgeschlossen, als Verantwortungsloser, Gesunder verstoßen. Freigeistig wird man durch den Stempel, den der Medien und der Meinungskrempel, dem der neugierig nachgefragt auf die Stirne drückt und der ihm sagt, du bist verrückt. Wie kann man nur bezweifeln, dass die Regierung das Beste mit uns vorhat, wenn sie die Impfung so schnell wie möglich ohne Testung und kostenlos und haftungsfrei als Zwangsmittel verschreibt. Die ärgsten Feinde der Freiheit sind zufriedene Sklaven. Wer ihre Herren belästigt, wird von ihnen geschlagen, des Irrsinns gescholten, vom Leben ausgeschlossen, als Verantwortungsloser, Gesunder verstoßen.